Ahoi, meine Lieben, und ein recht herzliches Willkommen zurück zu World of Warships mit einem Gast. Hallöle. Ja, es ist immer noch der Calimero. Noch immer. Rein zufällig. Er hat sich jetzt nämlich die Nassau gegönnt. Hammergeiles Schiff. Ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig zu spielen, aber ein hammergeiles Schiff. Ich habe natürlich mir die Wickes zusammen gekauft. Gebastelt und zusammen werden wir jetzt hier bestimmt eine Bombenrunde hinlegen. Ich bin wahrscheinlich der erste Tote, aber gut. Sei es drum. Ja, wo fahre ich hin? Ich würde sagen, ich fahre A. Dir würde ich empfehlen, fahr mit der Masse. So, das heißt, ich muss jetzt defensiv spielen. So wie letzte Runde am besten. Ja, also nicht voll rein. Genau. Natürlich so fahren, dass du deine Reichweite nutzen kannst. Was ist denn jetzt das T? Sind das Torpedo oder was? Was ist denn da für ein Ah, Zeichen? Reparaturmannschaft. Ah ja. Ja, du hast unten, wenn du HP verlierst, hast du so einen hellgrauen Balken. Und das ist die Anzahl der Trefferpunkte, die du dann dadurch eben wieder regenerieren kannst. Ich würde aber immer erst dann regenerieren, wenn ich irgendwo sicher hinter einer Insel oder so stehe oder gerade keine Oh, Feinde dabei sicher, habe. Weil du hast halt nur begrenzte Aufladung. Ich glaube zwei. zwei, ja. Ja, ich habe halt immer das Premium-Material. Das kostet halt eben mehr Silber. Kann ich dafür halt aber auch einmal öfter einsetzen. Da ist ein Flugzeug. Jo. Ach stimmt, ja, wir haben einen Flugzeugträger. Viel Spaß. Oh je. Keine Der Erfahrung damit. wird dich wahrscheinlich eher aufs Korn nehmen, weil du halt als Schlachtschiff doch etwas Wahrscheinlich anfällig bin gegen Flugzeuge, oder? minimal, ja. Das ist so göttlich, mir jetzt hier mit vier Drillingstorpedowerfern arbeiten zu können. Das ist so genial. Wie habe ich das vermisst bei der Samson? Die Wicke, sie ist aber auch wirklich recht stark. Die ist doch ein recht starker DD. Wenn man so anständig spielen kann. Oh, ich hab übrigens eine Karlsruhe entdeckt. Toll. Ja. Wir müssen noch nichts in Reichweite. Ja, du bist halt nicht gerade für deine Schnelligkeit bekannt. Nee. Dafür aber definitiv für deine Durchschlagskräfte, für deine Durchschlags. Ja. Für deine durchschlagenden Argumente, sagen wir es so. Glaube, ich gehe der Karlsruhe da hinten gerade dezent auf den Sack. Diese nervige Fjorda, ne? Die geht mir halt ziemlich auf den Nerv. Übrigens, da kommt noch eine Tenryu.
Und dann die Tenryu, die hat aber auch schon ordentlich HP einbüßen müssen. Ich meine, jetzt schon 5000 Schaden. Das geht. Und durftest du auch schon Schaden sammeln? Nee, noch gar nichts. Ich glaube aber jetzt aufgrund der Gegnerverteilung, weil du fährst ja schon mehr Richtung Cap, das ist okay. Wollte ich dir gerade vorschlagen, aber. Na gut. A ist gekappt. Und unser Isokase ist down. Ich hasse diese Kacke vier Roller, die geht mir so auf die Nerven, weil die da die ganze Zeit nur hin und her lenkt. Au, das war ein Torpedo. Wurde sie erwischt? Jo. Ich wurde von Sturzkampfbomben attackiert. Boah, ey, die braucht so lange zum Nachladen. Ja, ich glaube 25 Sekunden oder so, ne? Mm. Sonst hat der Nachteil bei Schlachtschiffen. Ich habe den geht auch schon die Idee. Ja, den geht auch schon CV gespottet. Falls du also gerade nichts zu tun hast, könntest du dir die Lingmei vornehmen. Das wäre welche? Das Ding der Flugzeugträger hier hinten.
Das Problem ist halt auch, ich kann hier nicht anständig agieren. Problem ist halt auch, solange diese Fjord da noch am Leben ist, komme ich auch nicht an den CV, also an den Flugzeugträger ran. Deshalb geben mir diese Fjord extrem auf den Pin. Unsere Miyogi, die pusht jetzt, die klärt das jetzt. Du kannst jetzt aber auch anfangen, überaus aggressiv fortzufahren. Trefft diesen gegnerischen DD nicht, das gibt es doch gar nicht. Jetzt ist mir unserem Yogi voll verlieren, sie gefahren, habe ich aus Versehen getroffen. Wow, ich bekomme gleich voll die Torpedos in die Fresse. Wow, zwei Stück. Verliert der CV noch? Ich such den mal. Mach mich für dich mal auf die Suche nach dem CV, vielleicht finde ich ihn. Okay. Das war's. Verloren, glaube ich, oder? Schade. Ah, schade. Nix gerissen. Das war nix. Mir gefallen die Geschütze, der Weg ist nicht wirklich, da kannst du nichts mit reißen. Die sind nicht wirklich genau und die haben auch keine wirkliche Durchschlagskraft. Ah, unser Stream ist jetzt übrigens auf Deutsch. Steht hier zumindest. Na, immerhin. Also du darfst jetzt auch wieder Deutsch reden, musst nicht die ganze Zeit wieder Englisch reden. Alles klar. Also ich habe eine Freundin, warum? Wer möchte mit mir Freund sein? Achso, Diva. Diva möchte mit Team Mocker befreundet sein. Ich denk mal drüber nach, Dima. Ich denk drüber nach. Gott, hier, Achievements. Bringe 5 Zuschauer dazu, gleichzeitig am Chat teilzunehmen. Ich habe es bisher bei 2 geschafft. Und erreiche 50 Follower. Wir haben bis jetzt 10. Dann sollen wir noch 50 Zuschauer zur selben Zeit erhalten. Wir sollen 10 Zuschauer dazu bringen, am Chat teilzunehmen. Wir sollen 50 Follower erreichen. Wir sollen innerhalb von 30 Tagen
mindestens 25 Stunden streamen. Innerhalb Was, von an einem Tag? innerhalb von 30 Tagen mindestens 25 Stunden. Interessant. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt überhaupt schon. Wir haben jetzt hab ich bestimmt schon 5-6 Stunden. Mal gucken. 2, 3. Ich würde mal sagen, bei knapp 4 Stunden sind wir jetzt schon. Insgesamt. Und vor 8 Stunden war ja der World of Warships Stream, der ging ja 1 Stunde 17. Dann haben wir den Anno Stream, der ging knapp 1 Stunde. Dann sind wir jetzt auch schon bei 1 Stunde 55 und so knapp 2 Stunden sind wir jetzt auch schon. Puh. Oh, wir sind nahezu Top Tier. Und ich gewähre dir natürlich freie Hand. Ich weiß, es ist schwer, seinen Spielstil zu finden, aber ich bin zuversichtlich, dass du das irgendwie hinkriegst. Irgendwie. So wie ich mit dieser Kack-Wickes Bullshit erschicke. Vielleicht überspringen. Oh, Prox Ultimate. Hallo, herzlich willkommen. Gut, denn jetzt sind die Uhrzeit noch Twitch. Gut, ich meine, wer unbedingt uns hier bei World of Warships sehen möchte. Ich dränge nicht. Jo, kein Problem damit. Nicht wirklich, ne? Bin ja aber schön, die Leute hier aber auch kommen und auch Hallo sagen. Ah, ich. Er guckt jetzt noch Twitch. So. Ja, ich meine, viele sind jetzt um die Uhrzeit im Bett, Party oder was weiß ich nicht. Wir nicht. Ne, wir nicht. Wir. Zocken. Wir machen unsere eigene Party in World of Warships. Oh, vielen Dank für deinen Follow. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon 11 Follower. Ja. Wow. Der Wahnsinn. Wenn uns alle unsere Abonnenten auf YouTube folgen würden, dann hätten wir sogar schon knapp 140, 150. Party darf ich gerade nicht machen. Oh, was hast du angestellt? Zu laut Party gemacht. Boah, ich fresse hier gerade. Au, nix. Nee, das war irgendwie nicht so ganz das Beste. Diese nervigen Flugzeuge, ne? Die sind so extrem laut. Jetzt fresse ich ja noch voll von der Seite. Boah, ich treffe nichts gerade. Das kann nicht sein. Ah. Boah, war jetzt doch OP gehabt. Oh, ich hoffe mal nichts Schlimmes, aber dennoch, gute Besserung. P ist nicht schön. Wir müssen aber auch demnächst irgendwann mal die Weisheitszähne rausoperiert werden. Jetzt schon keinen Bock drauf. Puh. Ja, hast du deine noch, oder? Natürlich. Natürlich. Ach, und jetzt ist noch einer unserer DDs draufgegangen. Irgendwie sieht das für uns jetzt schon wieder gar nicht gut aus. Drei DDs Nope. verloren. Was machen denn nicht immer unsere DD-Fahrer hier? Gar nichts. Ja, ich merke das.
Oh, schön, die Wakatake ist weg. Die gehen am einen Ziff einen DD schon verloren. Gut von 5, aber. Egal. Man kann sich halt nicht alles wünschen. So, Frage ist jetzt, wo ist deren CV? Wenn deren CV aus. CV ist Flugzeugträger, nur damit das. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo deren CV ist, würde ich den jagen, aber ich habe keinen Plan, wo der ist. Das macht die ganze Sache leider nicht wirklich einfacher. Oh, schön, gegnerischen DD in Brand gesteckt. Boah, 7200 Schaden. Mit einem Schuss. Das ist heftig, ja. Jo, das waren die Sprenggranaten. Die AP. Ach, die AP-Granaten, ja. Jo. Oh, die machen schon ordentlich. Au, 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 au. Torpedo. Autsch. Fuck, ich bin weg. Ich habe noch 684 Boah. Trefferpunkte. Ich fräse gerade 6 Torpedos auf einen Schlag. Und tschüss, danke. Autsch. Mich haben alle Torpedos getroffen. Ja, Flugzeugträger, die sind abartig. Ich glaube, die Warjack frisst von mir Torps. Eins, zwei. Ich glaube, die Warjack hat eben sauber zwei Torps von mir gefressen. Ich glaube, ich muss wieder ein anderes spielen. Was? Ein anderes Schiff. Gefällt dir nicht, oder was? Nee, ich wirklich. Dann will something else. Gefällt dir da nicht die lange Nachladezeit oder was? Oder diese. Das absolut nicht. Also bist du eher so der Kreuzerspieler. Sieht fast so aus. Ja gut. Dann weißt du jetzt wenigstens, wo es hingeht. Ich will aber gerade trotzdem zu Beginn mir immer auch mehrere Schiffe freihalten. Vielleicht gefällt mir dann doch später mal eben das Schlachtschiff, dann kann man dann nämlich kurzzeitig wechseln. Du bist down. Das stimmt. Und zum Hafen zurück. So sieht's aus. Weil wie lange dauert das Mensch noch? Ja, nee. Zu lange. Ja. Eine Runde kriegen wir, glaube ich, noch hin in der Folge. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Jo, das spiele ich mit der Kohlberg. Ne, kommen wir beenden die Folge jetzt. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst nämlich mal oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare und wir sehen uns wie immer in der nächsten Folge wieder hier bei World of Warships. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao.